Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Diesmal wieder auf Deutsch und ich freue mich, euch den Entstehungsprozess dieses Bildes zeigen zu können. Hierbei handelt es sich diesmal um einen Auftrag zu einem Hochzeitsfoto. Das könnt ihr immer wieder hier in dem Bild mitsehen. Und das ist das Foto, von dem ich arbeite, auf einer recht großen Leinwand, wie ihr sehen könnt. Das Bild selbst ist schwarz-weiß, das Bild wird auch schwarz-weiß werden und am Ende kommen noch kleine blaue Highlights mit dazu, weil blau die Lieblingsfarbe des Hochzeitspaars war. Und neben der schwarzen und weißen Ölfarbe selbst habe ich noch Verdünner. Ich habe aktuell den von Bob Ross, der ist geruchlos, von daher ganz praktisch. Und sobald dieser alle ist, werde ich dann Gemsel nehmen, nur am Rande. Und zwischendurch nehme ich auch Liquin als Medium zum Verdünnen der Farben für das Glazing. Dazu aber später, wenn dann das Blau mit dazu kommt. Nachdem die Umrisse auf die Leinwand gebracht sind und als Tipp für euch da, achte darauf, dass die Umrisse so genau wie möglich sind. Das macht es euch später dann einfacher und sieht am Ende einfach genauer aus. Gerade bei solchen großen Größen gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Ich habe in diesem Fall einen Overhead-Projektor genommen, habe mir das Bild ausgedruckt, den Projektor ausgerichtet, damit er wirklich genau 90 Grad drauf zeigt und das Bild selbst nicht verzieht und habe mir die Umrisse abgemalt. Man kann das Ganze natürlich auch freihändig machen, wenn man das kann. Hätte ich tun können, dauert aber 20 Mal so lange. Und die Gefahr, dass man einfach bei den Konturen kleine Schönheitsfehler drin hat, sind einfach relativ groß. Und man kann auf Leinwand wirklich sehr schwer radieren. Wenn ihr so viel Erfahrung habt, dass ihr das direkt mit den Pinseln machen könnt, natürlich, warum nicht? Macht es! Für den Herangehensprozess an das Malen selbst gibt es auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Es gibt die à la prima Methode, heißt man nimmt gleich die richtige Farbe, setzt die auf die Leinwand und malt alles in Anführungsstrichen in einem Rutsch, also ohne alles zwischendrin trocknen zu lassen. Oder man benutzt die Technik, wie ich sie benutze, und malt in Schichten. Heißt, man macht eine Grundierungsschicht mit erstmal relativ verdünnter Farbe, einfach um die dunklen und hellen Stellen zu haben, um das Ganze in den Kontext zu setzen und arbeitet sich dann Schicht für Schicht mehr auf die Details hoch. Hat den Vorteil, dass man relativ schnell das ganze Bild schon auf der Leinwand hat, auch wenn natürlich die Proportionen noch nicht unbedingt stimmen und die Farbwerte nicht ganz stimmen, also jetzt die Kontraste und die Schattierungen etc. Aber man hat das Bild schon mal auf der Leinwand, hat seinen ersten Erfolg, hoffentlich, und kann sich dann von dort aus nach und nach vorarbeiten. Es ist auch absolut nicht schlimm, wenn zu dem Zeitpunkt die Konturen noch nicht ganz stimmen oder alles noch ein bisschen schief aussieht. Daran kann man dann Stück für Stück in den nächsten Ebenen arbeiten. Man kann in jeder Ebene Korrekturen vornehmen, was in der vorderen Schicht nicht ganz funktioniert hat oder was noch nicht ganz sauber aussah. Das kann man so oft machen, wie man möchte. Das Gute an Ölfarben ist, dass sie relativ deckend sind, also viel deckender pro Schicht als Acrylfarben zum Beispiel. Hat allerdings den Nachteil, dass Ölfarben pro Schicht erst trocknen müssen. Das dauert entsprechend je nach Dicke der Schicht entsprechend länger. Hat man eine sehr dünne Schicht, ist das in 1-2 Tagen erledigt. Benutzt man viel Farbe, dauert das gut und gerne auch mal 1-2 Wochen, je nachdem, was man für einen Farbhersteller hat, wie dick man die Farbe aufträgt und wie natürlich auch die Konditionen in der Wohnung sind oder im Studio, wo immer ihr malt, bis das Ganze trocken ist. Was ihr machen könnt, was natürlich auch sehr gut funktioniert, wenn ihr die erste Schicht in zum Beispiel Acrylfarbe malt, das trocknet natürlich sehr schnell und ihr könnt dann sofort mit der nächsten Schicht Öl anfangen. Nicht wiederum funktioniert, wenn ihr eine Ölschicht habt, dann dort mit Acryl drüber zu gehen. Das solltet ihr zum Beispiel nie tun. Und so arbeite ich mich immer Schritt für Schritt zu dem finalen Ergebnis vor. Zum Verblenden der Farben, also zum Erreichen von einer weichen Schattierung, benutze ich immer einen relativ großen und trockenen Pinsel. Der sollte sehr weich sein, dass ihr jetzt keine Farbe direkt hin und her wischt oder von der Leinwand drunter nehmt. Damit gehe ich immer ganz leicht über die aufgetragene Farbe drüber und verwische somit die Konturen, dass es einen ebenen Farbverlauf gibt. Das heißt, ihr könnt die Farbe prinzipiell erstmal etwas gröber auftragen und dann damit entsprechend glätten. Ich selbst jedoch nehme immer relativ wenig Farbe, also ich habe keine dicken Farbschichten drauf, einfach um zu verhindern, dass man am Ende eine Struktur bekommt. Nimmt man jetzt, ich sage mal, viel Farbe, die dann pastös trocknet, also ihr auch Pinselstriche mit drin seht, das wirft am Ende immer einen bestimmten Schatten auf das Bild selbst. Wenn man jetzt in diesem Falle wie hier ein fotorealistisches Finish haben möchte, also das Foto so gut wie es geht kopieren möchte, will man natürlich vermeiden, dass man am Ende Schattenwürfe auf dem Bild hat, die so nicht gewollt sind. Arbeitet man jetzt generell etwas gröber,
möchte auch die Pinselstriche sehen, möchte das Ganze etwas gröber und abstrakter wirkt. Alles kein Thema, kann man natürlich machen, war hier jetzt in diesem Fall einfach nicht das Ziel. Zwischendurch sei erwähnt, sorry für das instabile Licht. Der ganze Entstehungsprozess hat netto um die 10 Stunden gedauert. Das heißt, das Licht hat sich über die Zeit verändert. Ab und zu kam mal Sonne und Wolken und deshalb flackert es ab und zu. Auch durch das Zusammenziehen der Videospur natürlich. Kann ich in dem Fall leider nicht wirklich verhindern. Aber ich denke, man kann dennoch ganz gut sehen, was ich der Reihe nach gemacht habe. Ganz am Ende, wenn alles trocken war, alles soweit fertig war, mir die Details gefallen haben und ich auch das Foto selbst wiedererkannt habe, das ist immer der wichtigste Teil an dem ganzen Prozess, kam dann noch der Punkt mit der Farbe ins Spiel. Und das Schöne, was man in Ölfarben machen kann oder auch in Acrylfarben, heißt Glazing. Ich weiß wirklich nicht, wie man es auf Deutsch nennen soll, aber ich nenne es immer Glazing. Das heißt, man nimmt etwas Farbe, ein Medium, wie in dem Falle Liquin, und kann damit Bereiche oder das ganze Bild entsprechend einfärben. In dem Falle war Blau die Farbe, welche es werden sollte, und ich habe mich dazu entschlossen, seine Krawatte, ihre Augen, seine Rose und ihr Haarschmuck in einem blauen Ton schimmern zu lassen. Kein massives dunkles Blau, sondern nur so ein Touch von Farbe, einfach so als Eyecatcher. Dazu mixt man einfach das Liquid mit ein bisschen von der Farbe, der Ölfarbe zusammen und geht mit einem Pinsel ganz normal drüber. Die Farbe sollte natürlich durchsichtig sein, deswegen auch nur ein bisschen Farbe. Man kann damit dann spielen, je nach Effektstärke, die man haben möchte. Geht damit drüber und färbt somit die schwarz-weiße Schicht entsprechend ein. Das sieht im Normalfall sehr super aus. Man kann damit auch ein komplettes Bild quasi einfärben. Wenn ihr also neu mit Ölfarben arbeitet und traut euch noch nicht so richtig an die Farbe ran, malt euer Bild in schwarz-weiß und dann kann man mit der Glazing-Methode nach und nach Schichten hinzufügen und somit auch die Farben des Bildes ändern. Hierzu habe ich auch ein ganzes Video gemacht mit einem sehr einfachen Motiv, einer Obstschale im Prinzip, und zeige euch im Detail, wie das mit dem Glazing funktioniert. Das Video ist auf Englisch, wie die meisten meiner Videos sind, aber falls Fragen sein sollten zu der Technik oder zu generell, was immer ich hier erzählt habe, schreibt mir einfach in die Kommentare und lasst mich wissen, wo ich euch helfen kann. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr mögt das Resultat. Ich persönlich war super stolz auf das Ergebnis und habe mich riesig gefreut, dass ich das Bild malen durfte. Es war ein Hochzeitsgeschenk und ja, was will man mehr, als dass sich die beiden dann auch darüber freuen. In diesem Sinne, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ich habe eine deutsche Playlist, wo ich alle meine deutschen Videos drin habe. Wie gesagt, sind nicht ganz so viele, aber falls irgendwelche Themen aufkommen, mache ich natürlich auch gern immer wieder mal ein deutsches für euch, um Fragen zu beantworten und Techniken zu zeigen. Wenn ihr euch mit mir connecten wollt, meine Social Media Links sind alle in der Beschreibungsbox unten im Video. Ansonsten vielen Dank für eure Zeit, freue mich, dass ihr zugeschaut habt und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Video wieder. Bis bald, bye!